Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich nicht nur ein Fashion Haul für euch, sondern auch direkt ganz viele Outfits damit. Dann habt ihr direkt eine Inspiration und könnt quasi sehen, wie man eben mit diesen Teilen super viele Outfits auch zusammenstellen kann. Ich hoffe, da ist was für euch dabei und ihr habt ein bisschen Inspo für den Herbst von mir. Alle Outfits, die ich für euch zusammengestellt habe, sind auch günstige Outfits. Ich denke, das wird euch auch freuen. Und ihr werdet sehen, trotzdem ist es so stylisch, das sind so schöne Teile und ich bin begeistert von dem Preis-Leistungs-Verhältnis, also von der Qualität. Und wie sich das alles trägt und geschnitten ist und so. Also absoluter Fan. Alles ist auch von derselben Marke nämlich. Schaut einfach in die Infobox. Ich habe euch das verlinkt und die Webseite. Das ist nämlich alles von Trendyol. Sagt mal bitte, kennt ihr Trendyol schon? Mir ist das in den letzten Monaten so oft begegnet. Und immer wenn mir was gefallen hat, online, an jemand anders, es war dann immer Trendyol. Und ich habe auch schon im Sommer das eine oder andere da geshoppt. Und jetzt habe ich für den Herbst richtig zugeschlagen. Und deswegen guckt da auch gerne mal vorbei. Es gibt wirklich super schöne Sachen und eine riesen Auswahl und sehr trendige, aber auch sehr tragbare Dinge. Und alle Teile sind auch von Trendyol in der Türkei hergestellt. Ich habe auch noch einen Bonus für euch und zwar habe ich einen Rabattcode für euch. Schaut auch nochmal in der Infobox nach. Jetzt geht es aber auf jeden Fall los mit den Teilen und den Outfits. Ganz viel Spaß. Also ich werde euch immer die Teile einzeln geschwind zeigen und dann gehen wir zu den Outfits, wo ich euch dann ein bisschen was dazu erzähle. So, als erstes diese Bluse. Eine weiße Bluse ist ja auch so ein Basic-Teil im Schrank, aber die hier ist besonders. Und zwar ist die so ein bisschen wie ein Korsett geschnitten in der Mitte und hat diese großen Puffärmel. Also schon extravagant, aber trotzdem sehr tragbar und hat einfach, wie gesagt, super schöne Details und sitzt toll. Und ihr werdet gleich sehen, die kann man so gut kombinieren. Ja, und zwar habe ich die als erstes mit diesem Rock kombiniert. Ich bin verliebt in diese Trendyol-Röcke. Ich trage ja auch im Herbst-Winter gerne Röcke. Wie für alles in diesem Video, passt das euren Temperaturen an. Manchmal ist es ja wärmer, kälter aktuell, jetzt geht es aber in Richtung kalt. Und je nachdem, was ihr da für eine dicke Jacke drüber anhabt, was ihr drunter tragt. Gerade bei Röcken nur kurz der Tipp, also es gibt ja dünne Strumpfhosen, es gibt dicke Strumpfhosen, also blickdichte, es gibt Thermostrumpfhosen, wäre dann so die nächste Stufe. Und auch so ein Tipp, ihr könnt da so kleine schwarze Shorts nochmal über der Strumpfhose tragen. Das ist auch nochmal ganz nice. Falls euch hier ein Outfit zu frisch ist, kommt auch drauf an, was man macht, was man dann drüber anzieht. Mäntel habe ich auch zwei für euch, aber ich habe das meistens weggelassen, damit ihr euch das einfach das Outfit anschaut. Genau. Auf jeden Fall hat der Rock auch so schöne Details. Der hat eben so ein leichtes Blumenmuster drauf und hier so Volants, also sehr weiblich. Und der sitzt einfach so toll, der ist so schmeichelhaft und der ist so angenehm zu tragen. Und so sieht das Outfit dann insgesamt aus. Die Bluse mit dem schwarz-weißen Rock. Ich habe eine Strumpfhose dazu kombiniert und so Boots und dazu noch einen herbstlichen Hut. Was ich mir dazu auch noch schön vorstellen könnte, wäre zum Beispiel eine grobe Strickjacke unter dem Mantel und das Ganze zum Shoppen oder Treffen mit den Freundinnen. Dann ein Megatrend, im Moment habt ihr bestimmt auch gesehen, Pullunder. Deswegen wollte ich das auch integrieren in dieses Video. Und ich finde den hier super süß. Ich liebe ja sowieso gerade Beige-Töne, Brauntöne, ne? Sieht man auch ein bisschen, glaube ich. So geht es bestimmt vielen so. Es passt einfach in die Saison und ist auch eben etwas, was man untereinander so vielseitig kombinieren kann. Der hier super süß mit so einem kleinen Stehkragen in so einem wunderschönen Karamellton. Und hier ist der Pullunder kombiniert mit der Bluse. Durch die größeren Ärmel ist es nochmal ein bisschen was anderes als die typische Pullunder-Blusen-Kombi und dazu eine Jeans. Ja, die Jeans, da muss ich euch eine ähnliche verlinken. Die gibt es jetzt so nicht mehr online. Und die ich euch verlinke, die ist wirklich so ziemlich die gleiche. Oder wenn was anderes ausverkauft wäre, in der kurzen Zeit vielleicht zufällig, bis ich das hier hochlade. Aber ansonsten schaut einfach, ich werde euch auf jeden Fall was Ähnliches dann verlinken. Aber ja, eine Mom Jeans, zumindest für mich auch absolutes Basic-Teil, mit dem ich so viel kombiniere, trage ich sehr viel lieber als Skinny Jeans im Moment. Ja, und das Teil hier trage ich auch gerade. Den Rock habe ich mir nochmal in einem anderen Ton gegönnt, beziehungsweise ein anderes Muster, und zwar Leo. Ich habe lange kein Leo mehr getragen, weil ich bei manchen Sachen habe ich es gar nicht mehr gefühlt und bei diesem Rock fühle ich es so sehr. Der ist so süß. Und eben mit einem neutralen Oberteil, wie ich es jetzt trage. Und der hat eben ja den gleichen Schnitt, hat hier diese süßen Volants. Hat nochmal hier so ein Band zum Schleifchen binden. Aber man kann es auch wegmachen, wie ihr hier bei mir seht. Also das ist echt so ein toller Stoff. Und wie gesagt, wenn euch das jetzt zu frisch ist, kann man da ganz gut wirklich eine warme Strumpfhose drunter und dann mit dem Mantel ist es okay. Und zu diesen Röcken passt auch so ziemlich jeder Schuh. Hohe Schuhe, flache Schuhe, Overknees, Booties, derbe Boots. Und hier seht ihr den Rock auch nochmal mit dem Pullunder und der Bluse kombiniert, weil mir das so gut gefällt und ich euch das zeigen wollte. Neben dem Jeans- und Sneaker-Outfit hier einmal mit dem coolen Leo-Rock und dann habe ich Overknees mit einem ganz kleinen Absatz dazu getragen. Ja, absolute große Liebe, dieser Kuschelmantel, den trage ich seit Wochen.
hoch und runter in der absoluten Trendfarbe Schokobraun. Also wenn ihr so einen kuscheligen Schokobraunmantel noch sucht bei Trendyol, gibt's den. Ja, ich glaube, zu dem muss ich gar nicht so viel sagen, oder? Ich glaube, das ist so ziemlich mein Lieblingsteil aus dem ganzen Haul. Auch ein Essential für mich, ein schöner Hoodie, und das ist jetzt ein Hoodie in einem schönen Beige-Ton. Wie gesagt, eine Farbe, die ich im Moment einfach sehr gerne mag, den ich auch eben ganz toll untereinander mit den anderen Sachen kombinieren kann, den man auch geschwind drüber schmeißen kann, ob zu Hause oder unterwegs. Der ist jetzt ein bisschen dünner, sage ich euch dazu. Also da würde ich jetzt einen Top drunter tragen, aktuell. Davor ging es noch, die Wochen davor, aber ansonsten trotzdem eine sehr angenehme Sache. Und hier die Kombination des Rocks mit dem Kapuzenpulli in dem Beige-Ton passt das super zusammen, sehr harmonisch mit den Farben. Und ich fand einfach die Idee ganz gut mit dem Minirock, aber auch ein Sweatshirt. Das Ganze ist lässig und deswegen habe ich auch lässige Schuhe dazu gewählt. Und das wäre das Outfit so. Und jetzt wollte ich euch nochmal den kuscheligen braunen Mantel darüber zeigen. Das ist also ein gutes Beispiel, wie ich den Mantel nochmal tragen würde, beziehungsweise zu was. Und was wäre Herbst-Winter ohne einen kuscheligen Rollkragenpullover? Der ist einfach so angenehm zu tragen und hat so einen schönen Ton. Was Besonderes, wie ihr hier schon seht, weil der hat so Raffung an der Seite. Ihr könnt das normal tragen, also ohne die Raffung zu machen, einfach so runterhängt, dann macht ihr eine Schleife unten dran, ist auch ganz süß. Oder wenn ihr das so rafft, dann ist das eben so ein bisschen asymmetrisch und hat nochmal so, finde ich, ein bisschen Pep. Und auch ein sehr, sehr schlichtes Herbstoutfit ist damit auf jeden Fall aufgewertet. Und es ist eben so ein Everyday-Rolli, der aber nicht der Everyday, der nicht der, ja, alltägliche Rollkragenpulli ist. Und den Rolli zeige ich euch hier nochmal ganz klassisch mit einer Mom-Jeans und Boots. Also es ist so ein typisches Herbstoutfit, finde ich, mit den Stiefeletten. Und hier, zack, kam nochmal ein Hut dazu. Und das wäre jetzt die Variante mit dem Rock. Das ist jetzt ein Outfit, das passt für mich alles sehr schön zusammen. Auch mit den Boots, mit den kleinen Details, alles sehr verspielt insgesamt. Aber eben, wenn man noch ein bisschen auf die Details achtet, ein bisschen Pep ins Outfit bringen will, es aber trotzdem nicht zu abgefahren wird, ist das eine schöne Kombi. Und das, was ich hier obenrum trage, wollte ich euch jetzt nichts zeigen. Das ist 1, 2 und 3 ein Set. Und zwar ist das eigentlich ein Homeware-Set. Ja, ihr Lieben, ich wollte auch Homeware und Homeware-Outfits in diesem Video integrieren, weil es einfach realistisch ist. In den letzten 1,5, 2 Jahren ist das vielleicht auch mehr ein Thema für euch geworden, für mich auch und vor allem jetzt, wo ich Mama bin. Und ich liebe es, wenn ich einfach Teile habe, die ich aber trotzdem mit anderen Dingen kombinieren kann, wie ihr seht. Also das habe ich jetzt auch schon öfters so getragen, eben ohne die Hose, sieht es einfach aus wie ein ganz normales Oberteil. Aber zusammen auch zu Hause getragen ist es eben ein super, super schönes, angenehmes Loungewear-Outfit. Das ist eben alles super weich und echt ein toller Ton. Und sogar die Hose, also solche Hosen trägt man ja auch viel als Hose in Outfits. Je nachdem könnt ihr dann eben auch nochmal was drunter tragen, wenn das zu frisch wird. Aber jetzt davor bin ich damit auch ganz gut gefahren. Und es ist eben cool, weil es ein Dreier-Set ist für den Preis und ich die Sachen auch einzeln tragen kann. Und so sieht mein Outfit jetzt komplett aus, was ich da getragen habe. Das ist ein typisches Vanya-Outfit, ganz ehrlich. Und wie gesagt, dieses Top mit den Cardigan kann ich ständig tragen. Und dann habe ich den Leo-Rock und mit der Strumpfhose noch ein paar Stiefelettchen dazu, also auch sehr herbstlich. Und das hier ist es, das Homeware-Outfit meiner Träume. Und wie ich das oder wo ich das auch draußen tragen würde, wäre für mich zum Beispiel auf Reisen. Dann einfach so ein Mantel drüber und Sneaker und gerade zum Fliegen. Oder wenn man sich bei einer Freundin trifft für einen Mädelsabend, Filmabend, finde ich so ein Loungewear-Set auch richtig cool. Und hier nochmal die Version des Top und der Cardigan. Einfach mit einer Mom-Jeans und Sneakern. Und jetzt habe ich noch so ein Haarreif dazu getragen. Also auch ein schlichtes Everyday-Outfit. So, wie ihr vielleicht seht, ich habe hier geswitcht. Das heißt, die Outfits werden jetzt auch etwas variieren. Und überhaupt, also wenn die so, ja, wenn sich das wiederholt, ist es eben so der Sinn der Sache bei einer Capsule Wardrobe, dass man halt viele, viele, ja, Möglichkeiten hat mit denselben Teilen. Ich hoffe, das kam rüber. Und jetzt habe ich aber hier nochmal ein paar Teile, die ich euch vorstellen möchte. Als erstes nochmal eine Mom Jeans und zwar jetzt was sehr gut ist für die Saison. Und zwar so ein richtig schöner, dunkler Grauton. Und auch ein absolutes Basic-Teil, der hier, die hier ist jetzt mit Knöpfen. Hochzus. Dunkle Hosen liebe ich jetzt, kann man so gut kombinieren, wie gesagt. Und Mom Jeans sind einfach chillig. Ja, wir bleiben bei Grau und ich habe mich in diesen Sweater verliebt. Das ist einer, wo einfach New York draufsteht. Also ziemlich dezenter Aufdruck, nichts zu crazy und deswegen auch etwas, was man gut tragen kann. Ich mag auch den Schnitt. Die Länge ist so, dass es nicht zu kurz ist mit der Jeans, aber auch mit Röcken dann kombiniert werden kann.
Und solche Oberteile liebe ich. Und eben etwas für diejenigen, die so einen sportlichen Style sehr mögen, einen sehr reduzierten Style. Und deswegen auch für mich ein absolutes Essential jetzt im Schrank. Und hier sind die beiden zusammen, die sind wie füreinander geschaffen. Ich finde, das Outfit ist auch so ein bisschen retro. Diese relaxed Jeans und dann dieses New York Sweatshirt. Und hier nochmal das Sweatshirt natürlich, auch mit einem Rock und Overknees. Das ist dann auch irgendwie mädchenhaft, aber irgendwie auch sehr lässig. Und das ist auch etwas, was ich so sehr, sehr oft kombiniere zu dieser Jahreszeit. So, jetzt wird es aber ein bisschen fancy und zwar habe ich mich an das hier aber auch nochmal rangetraut, weil ich dachte, das ist auch eine Saison, wo man vielleicht doch mal, vor allem so Richtung Weihnachten hin, mehr ausgeht und sich trifft und das ist etwas dafür. Also es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was, je nachdem wie ihr es tragt, für einen konservativen Bürojob. Gerade wenn ihr jetzt nur ein BH drunter tragt, so kann man das tragen, man kann aber auch ein schwarzes Top natürlich. Und dann ist das was Tolles, finde ich, zum Ausgehen, wo man zwar schon ein bisschen Sexappeal drin hat, aber es ist nicht too much. Und dieses Muster, dieser Aufdruck ist einfach so wahnsinnig schön. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, schick und fancy und jetzt habe ich es aber doch irgendwie sehr sportlich lässig kombiniert. Und zwar auch wieder mit der grauen Mom Jeans und Sneakern, weil ich persönlich das so tragen würde, wenn ich mich zum Beispiel mit Freunden treffen würde, auf einen Drink. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich wollte es auch ein bisschen sportlich lässig halten und ich liebe Leggings. Seit ich Mama bin, weiß ich Leggings noch mehr zu schätzen und ich lebe im Herbst eigentlich in Leggings. Deswegen musste eine auch hier rein, aber ich wollte nicht so eine 0815, immer so die schwarze, sondern das ist jetzt ein Grünton. Das ist eigentlich auch eine Hose, die ihr zum Sport anziehen könnt und das mag ich auch daran. Also habe ich gleichzeitig eine Sporthose, aber auch eine Leggings, die ich gut kombinieren kann, die gut sitzt. Und ja, das habe ich dann zu Hause an und ganz ehrlich, wenn ich dann auf den Spielplatz gehe oder mal schnell einkaufen, dann ziehe ich mir eine dicke Jacke drüber mit einem Pulli als Oberteil und fertig und Sneakern. So laufe ich wirklich sehr, sehr oft rum und deswegen, wie gesagt, wollte ich auch realistische Outfits hier integrieren für den Alltag, die nicht zu abgefahren sind. Mein ultimatives Leggings-Outfit und das Coole bei der Sportleggings ist eben, man sieht so ein bisschen zusammen aus. Es ist nicht sowas, was an den Knien rumleiert und es ist nicht durchsichtig und damit macht man eine gute Figur, ob im Fitnessstudio oder beim Indoor-Spielplatz. Und ich liebe diesen Cardigan. Cardigans sind auch sowas, ja, ich weiß nicht, irgendwie kann ich davon nicht genug haben. Und es ist jetzt eine in so einem Schwarz-Weiß-Muster und auch mit so einem Lochstrick zwischendrin. Auch super, super schönes Teil. Je nachdem, was ihr drunter tragt, könnt ihr eben auch ein schwarzes Top oder wenn es ja, Richtung Frühling geht wieder, kann man auch nur eigentlich ein BH oder ein Bralette, der oben rausschaut. Wahnsinnig schön. Und das ist auch etwas, was toll aussieht. Sowohl zu Hosen als auch zu Röcken, je nachdem wie ihr das, oder auch zu Leggings eben, je nachdem wie ihr das tragen möchtet. Und hier habe ich auch mal einen Mustermix gewagt, aber das ist eben nicht so gewagt, weil es ja eben dieselbe Farbfamilie ist. Ein schwarz-weißes Outfit, aber trotzdem eben nicht so langweilig. Und das habe ich mir für den Schluss aufgehoben, weil vielleicht jetzt schon ein bisschen zu frisch. Und zwar habe ich noch diesen super schönen Trenchcoat da gefunden, diesen tollen Ton. Ja, es ist grün, aber ich würde das auf jeden Fall so tragen. Ich mag auch ein bisschen Jacken mal, die ein bisschen Farbe haben, nicht immer so schwarz, 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 ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich habe die vor ein paar Wochen schon bestellt, Leute. Und da hat es bei uns teilweise echt noch 20 Grad gehabt. Also da bin ich nur mit Jeansjacke oder eben nur mit so einem dünnen Trenchcoat raus. Wenn ihr sagt, nee, jetzt hole ich mir lieber eher sowas Kuscheliges wie den Braun. Aber ich wollte euch nicht vorenthalten. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über Feedback von euch freuen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches euer Lieblingsoutfit davon war oder vielleicht eure Top 3 und ob ihr sowas öfters sehen möchtet. Ich weiß, ich habe jetzt lange nichts mehr zum Thema Fashion gemacht, aber ich habe jetzt richtig, richtig Lust wieder drauf. Also sagt mir Bescheid, vielleicht auch wieder Fashion Hacks oder so. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!